Du liebst es, deine Freunde zu überraschen? Dann wirst du die folgenden Streiche lieben. Solange du der Scherzkeks bist und nicht der Adressat. Oh, nur noch eine Stunde bis zum Mittagessen. War das Jared? Ja, Kevin wird gleich sowas von verarscht. Still und leise. Oh Mann. Puh. Nur noch ein Schritt. Jetzt ist Showtime. Wow. Ist das dein Arm, Bro? Wie konnte das passieren? Gib ihn zurück, Jared. Ich brauch den noch. Hey, Jared. Bist du okay, Kumpel? Mir geht's gut, siehst du? Das war doch nur ein Streich. Ich helf dir auf. Oh Mann, sau gut. Lass ihn uns von jemand anderem ausprobieren. Psst. Kevin. Los, los, los. Alles klar. Jetzt wird's klebrig. Nur ein Klecks auf den Schreibtisch. Und die Tasse steht für immer hier. Die wird bombenfest kleben. Superkleber natürlich. Alles ist bereit. Und los geht's. Puh. Ihr Kinder habt doch nichts angestellt, oder? Nö. Gut. Also, wo war ich? Es ist soweit. Ich verstehe das nicht. Komm schon. Hoch mit dir. Ich kann sie nicht hochheben. Das war's. Oh oh. Es hat meine Superkraft zu bündeln. Oh yeah. Das ist lecker. Und wie gefällt euch das? Ja, damit habe ich definitiv nicht gerechnet. Luftballons sind der beste Freund eines Scherzbolls. Oh, er kommt. Setz dich hier hin, okay? Ja, danke. Nein! Oh, mein Mittagessen! Was um alles in der Welt ist denn passiert? Jared? Entspann dich mal, das war lustig. Schon alle? Ich bin gleich wieder da. Wie soll ich das denn jetzt essen? Ja, Luftballons sind also Jareds Waffe der Wahl, ja? Dieses Spiel können zwei spielen. Na, die brauche ich nicht. Passt gut, siehst du? Und mit den richtigen Soßen merkt er nie, dass die nicht echt ist. Mal sehen, wie ihm das gefällt. Neue Limo, neuer Mann. Was? Was war denn das für ein Hotdog? Ich kann einfach keine Miene verziehen. Boah, das war so witzig, oder? Wie hat sie denn da überhaupt reingepasst? Ihr Kinder denkt, ihr seid clever, ja? Nicht in meinem Klassenzimmer, verstanden? Boah, was für eine Spaßbremse. Eines Tages werden mir diese Kinder danken. Einfach abwarten. Boah, das ist schwer. Kevin, der Lehrer ist noch gelangweilter als wir. Sollen wir? Oh ja, Zeit für Lippenstift. So gut. Los geht's. Wir müssen super leise sein. Boah, der schläft tief und fest, hm? Oh nee. Du gehst auf die andere Seite. Vorsichtig. Wir brauchen nur ein paar Striche. Ich wette, das kitzelt.
Okay, leg jetzt deinen Kopf zurück. Perfekt. Ja, sehr gut. Komm. Wir sind Genies. Kommt jetzt zur Ruhe. Was schaut ihr zwei denn so? Ihr solltet knietief in Testfragen stecken. Wird cool, wird cool. Was geht, Nerd? Meine Gleichungen. Na und, Mann, du nimmst die Dinge viel zu ernst. Ups. Danke. Ja, nicht gern geschehen. So unhöflich. Na. Ja, nur meine Spielzeugkakerlake. Ich sollte mal meine Freundin vorstellen. Die wird ihn zurechtweisen. Und los geht's. Na, was ist denn das? Na, das kann ja nicht so schlimm sein. Sie kommt raus. Oh Gott. Bonnie, wie groß ist die denn? Lass sie nicht los, ich flehe dich an. Oh, die wird mich lebendig auffressen. Stirb, Kakerlake, stirb. Ich muss hier weg. Du musst mich retten, Kumpel. Also gut, hat jemand Lust, sich dran zu versuchen? Yikes. Schau nicht zu uns. Nein, bitte nicht. Ich kann mit dieser Art von Druck nicht umgehen. Ich kann nicht. Oh, Jared. Ich... Oh, sorry, Bro. Bitteschön. Aha. Mal sehen. Oh, oh. Ja, ich glaube, die Tinte ist leer. Oh, dann nimm einen von diesen. Na, ist das nicht praktisch. Dann versuche ich es wohl nochmal. Kevin, los! Hilfe! Ich sterbe hier vorne. Hier, nimm die! Was? Eine Orange? Fun! Ups. Und jetzt? Wow, wie die springt. Irgendwie im Rhythmus. Rock on, Orange. Aber, was soll ich denn damit machen? Aufmachen und einreiben. Aufmachen und einreiben. Gut, dass die so saftig ist. Oh, meine Arme sind schon ganz müde. Und jetzt? Frau Howard? Die schreiben alle nicht. Sehen Sie? Der ist definitiv auch leer. Lass mich mal sehen. Der schreibt nicht? Merkwürdig. Okay, setz dich. Oh, du hast meinen Arsch gerettet. Hey, Jungs. Ich schalte jetzt auf Kreide um. Nein. Also, sagte ich? Nee, ich bin nicht dumm. Hey! Danke fürs Teilen, Alter. Du hast nicht mal gefragt. Der hat vielleicht Nerven. Oh, ich hab solche Angst. Ist okay, Kevin. Ich mach das schon. Niemand legt sich mit meinem Freund an. Sophia? Ich hab Pläne mit diesem Typen. Ich kapier's nicht. Sophia? Ja, schöne Turnschuhe hast du. Viel Spaß beim Weggehen. Wenn du an der Tischdecke hängst. Genial. Wo warst du? Oh, endlich. Schau dir das an. Hey, was sagst du zu einem Rennen? Lauf. Hey, meine Mütze. Bleib stehen. Oh,
Hä? Was denn da passiert? Riecht es etwa? Ja, das war wohl ein Partyfoul, Alter. Viel Glück beim nächsten Mal. Denkst du, dass du ein oder zwei dieser Streiche abziehen wirst? Teile dieses Video unbedingt mit deinen Freunden, wenn du keine Angst hast, sie damit erst auf Ideen zu bringen. Viel Spaß!